Servus, liebe Leute, herzlich willkommen zum Playthrough von Silent Hill 2 Remake. Es ist da, Konami hat es endlich rausgebracht. Sau cool, ich freue mich voll drauf. Allerdings, bevor wir loslegen, vielleicht noch ein paar Wörter zu diesem Remake. Ich hätte mir ehrlich gesagt gewünscht, dass man den ersten Teil remaked, weil ich fand den ja richtig genial. Der hat ja damals eingeschlagen wie sonst noch was, weil so eine Art Horror-Game hatte man auf der PlayStation noch nicht. Da war das nächstbeste, was so horrormäßig dran kam, Resident Evil. Und es war zwar immer spannend, aber weit entfernt von dem Level von Silent Hill, was für ein Horror der uns gebracht hat. Ich klar, mittlerweile gibt es ja solche Horror-Games, die sind ja noch viel krasser. Ich bin mal gespannt, wie das Remake vom zweiten Teil wird. Den zweiten Teil habe ich damals natürlich auch gespielt, aber ich glaube nie durchgespielt. Und somit habe ich ja jetzt die Chance, das zu machen. Man kann schon sagen, der zweite Teil ist schon der bessere, weil ausgereiftere Teil, aber der erste Teil ist halt einfach Kult. Aber vielleicht kommt ja der erste Teil noch als Remake, schauen wir mal. Ja, Leute, zum Gameplay, was ich euch hier zeige, wird es halt einfach so sein, dass ich hauptsächlich Uncut lasse. Vielleicht auch alles, wenn es geht, aber vielleicht entscheide ich mich auch um, wenn es ein bisschen zu langatmig wird und ich da auch viel rumsuchen muss. Vielleicht cutte ich dann auch Sachen weg, vielleicht wird es auch dann ein Edited Let's Play, ich weiß es noch nicht genau. Aber ich versuche, um die Stimmung gut einzufangen, vieles Uncut zu lassen. Ja, Leute, ohne weitere Umschweife würde ich jetzt sagen, legen wir los und gucken uns mal das Remake an. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. Auf geht's. Ah, ich sehe, hier gibt es noch ein bisschen so Schwierigkeitseinstellung. Ich würde jetzt alles mal auf Standard lassen. Was ist denn das? Hä? Was ist denn das? 90er Jahre. Weil es da, ach so, weil es damals ziemlich farblos war. Wäre eigentlich cooler, oder? Aber sieht auch ein bisschen blass aus. Okay, dann machen wir jetzt Standard. Wie sie es gedacht haben. Legen wir los. Could you really be in this town? Ja, ja, der Anfang, den kennt man noch gut. An diesem Parkplatz. Es sieht schon sehr gut aus. Ich habe aber allerdings auf Leistung gestellt, Leute. Ich finde es einfach fürs Auge angenehmer. Restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. Installiert? You know, war das noch nicht installiert? Okay, sehr gut. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. Ja, die Musik ist super in dem Spiel, also wow. Ich freue mich schon echt drauf. Sehr melancholisch und düster. I got a letter. The name on the envelope said Mary. My wife's name. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then why am I looking for her? Our special place. What could she mean?
This whole town was our special place. Could Mary really be here? Is she really alive? Waiting for me? Es wird wohl Zeit, dass ich zurückkomme. Okay, Leute, wir steuern hier anscheinend schon den Charakter. Ja, das ist wieder Anfang vom Original. Allerdings, Leute, ey, nagelt mich nicht fest, ich kann mich kaum noch erinnern. Es ist über 20 Jahre her, was genau da los war. Ich weiß nur, dass wir halt eben Mary suchen. Ihr habt ja eigentlich schon gehört, was die Story ist. Aber Silent Hill ist halt nicht normal, ne? Okay, das heißt, wir laufen da runter. Auf nach Silent Hill. Im ersten Teil gab es ja auch noch dieses Radio. Und das hat dann komische Interferenzen gemacht, wenn dann Gegner gekommen sind. Ich weiß nicht, das war im ersten Teil, oder? Oder war das im zweiten Teil? Werden wir dann sehen, Leute. Manche befürchten, dass es zu actionlastig wird von den Bildern, die man gesehen hat. Aber ich glaube nicht, dass es sich darum drehen wird. Und wie gesagt, ich habe es auf Leistung gestellt, weil ich einfach diese Ruckler nicht mag. Ich meine, wir könnten es mal kurz vergleichen. Ja, es ist halt nicht flüssig, ne? Es sieht vielleicht besser aus, aber es ist halt nur minimal und dafür diese Ruckler mag ich einfach nicht. So ist es halt flüssiger und eigentlich, man sieht's doch kaum. Also, wir machen so weiter. Aha. Ach, wir speichern auch am Brunnen. Sag mal, war das früher auch so? Es kann sein, ich kann mich wirklich nicht erinnern. Das Speichern, oder was? Interessant, dass sie das auch im Remake so gemacht haben. Excuse me. I'm sorry. I was just... Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah. Looking for Silent Hill? Is this the right way? Yeah. Ich mach mal ein bisschen lauter, Leute. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But I think you should stay away. This town, there's something wrong with it. And it's not just the fog, either. Is it dangerous? Maybe. Probably. It's kind of hard to explain, but... I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just... I guess I don't really care if it's dangerous or not. I'm going either way. But why? I'm looking for someone. Someone very important to me. Me too. I'm looking for my mama. I mean, my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry, it's not your problem. No, I hope you find them. Yeah, you too. Wenn wir auf die Map gucken, wir sind jetzt am Friedhof. Okay, weiter geht's. Also wenn du in einem Ort wärst, wo ständig Nebel wäre, das ist doch... verdammt verrückt. Aber wie... Das fand ich schon immer komisch, wie sie darüber reden. Dieser Ort ist die reinste Hölle. Und die reden darüber, ja, irgendwas stimmt nicht mit dem Ort. Ja, irgendwas... Hallo? Das ist mehr als nur irgendwas. Also mit jedem Meter wird das hier irgendwie unheimlicher, den wir machen. Man hört auch immer mehr Geräusche. Okay. Kann man da durch? Nee. Das ist eh nicht unser Weg. Silent Hill Ranch. Kann man hier rein? Ich denke nicht, ne?
wird immer unheimlicher. Wo sind wir genau? Wir sind hier an der Ranch. Werden wir hier schon irgendwas zu Gesicht bekommen? Oder erst in Silent Hill? Wenn es zu spät ist. Diese Musik im Hintergrund wird auch immer lauter. Es wird immer bedrohlicher. Bis jetzt finde ich es ziemlich gut. Und es sieht auch ziemlich gut aus, finde ich. Okay, dann los. Keine Objekte. Okay, wir müssen uns erstmal einen Schlüssel oder so holen. Hier also. Hello? Anyone in here? Das wird wohl hier drin sein. Uiuiuiui. Also die Lichteffekte sind krass gut. Gott, wenn es dann später noch richtig gruselig wird, da ist es. Somit kommen wir nach Silent Hill. Die Tür ist zu. Okay, gut. Was war nochmal? Ah ja, genau. Kreis. War ausweichen. Okay, ist klar. Weiß nicht, ob wir das gleich brauchen, Leute. Hier können wir nicht drüber. Diese ungute Musik hat auch aufgehört. Schrottplatz hier. Silent Hill, hier nach links. Wo sind wir? Tja, nur noch die Straße, dann sind wir schon in der Stadt. Hier sehen wir schon die Straße gesperrt, ne? Das wäre jetzt eigentlich der Weg raus aus Silent Hill. Aber geht nicht, ne? Und diese normale Avenue, ich glaube, die gibt's auch nicht wirklich. Wir müssen also hier lang gehen. Ja, und ich sehe schon, ne? Ich muss hier Cuts machen, weil es gibt viele Passagen, wo nicht viel passiert. Aber okay, mache ich dann einfach, Leute. So, das sind schon die ersten Häuser hier von Silent Hill. Silent Hill Farms. Oh, passiert was. Ah, die Karte. Jawohl, ein angenehmer Aufenthalt. Ich komme auch mal wieder zurück. Ja, da sind wir jetzt. Wir sind erst angekommen. Und ich glaube, das ist nur das erste Kartenteil, soweit ich das sehe. Ne, wir haben ja jetzt das hier. Und jetzt sind wir hier. Und es gibt noch mehr. Na klar. Auf in diese neblige Stadt. Hier ist ein Blumenladen. Kommen wir hier rein? Wir kommen hier rein. Was haben wir denn hier? Lesen wir das mal. Ein Kunde war heute hier und hat einen rot-weiß gemischten Strauß bestellt. Ich habe ihm gesagt, dass das Unglück bringt, aber er konnte sich einfach nicht für eine Sorte entscheiden. Er wirkte ein bisschen abwesend, hat mich angeschaut, als ob ich gar nicht da wäre. Dann ist er einfach gegangen und hat gesagt, dass er die Blumen später abholen kommt. Ich wollte dir nur Bescheid geben, weil ich bis dahin vielleicht schon weg bin. Ist das für uns wichtig? Ein rot-weißer Strauß? What is this? Eine Blutspur? Sieht schon ein bisschen so aus. Wie hört's auf? Ist es das gewesen mit diesem komischen Blumenladen? Hier ist wohl nichts mehr. Nur dieser rot-weiße Blumenstrauß als Hinweis. Okay. Dann gehen wir weiter. Wir können uns aktuell gar nicht wehren. Wir haben weder ein Holzbrett noch sonst irgendwas. So, jetzt sind wir so wirklich in Silent Hill. Da ist wieder diese Blutspur. More of that stuff. Stuff, ja. Vielleicht sollten wir diesen Stuff mal folgen. Hier ist auch diese Blutspur. Vielleicht ist es auch keine Spur. Wohin führt uns das hier? What?
Oh Gott, da ist schon das erste Ding. Hey, wait. Wait, hast du nicht gesehen, was es ist? Ja, wir müssen dahin. Es ist... Der Anfang muss so gemacht werden. Wo ist das Ding hin? Oh yeah, wir müssen hier hinter. Das Original hat die Kamera ein bisschen besser bewegt, finde ich. Ich hoffe, dass die ein bisschen coole Kamerafahrten ja auch noch einbauen. Wir hören schon die ganze Zeit irgendwelche Viecher. Ich glaube es nicht, dass wir hier lang müssen, oder? Nee. Das Original hat immer so Standkameras, die dich teilweise verfolgt haben. Nee, vielleicht müssen wir doch dahin. Und hier hast du halt die Third-Person-View. Wie kommen wir dahinter? Die Tür einfach. Hallo? Geh da nicht hinter, Mann. Oh, Mann. Ah, schau dich nach Orten um, die mit weißem Stoff markiert sind. Sie kennzeichnen Übergänge, mit denen du interagieren kannst. Willst du mir sagen, dass wir hier rein können? Wir können hier rein. Ach du Scheiße, dann werden wir das wohl tun. Hä? Was geht? Wir kommen nicht mehr zurück. Oh oh. Wir haben hier wieder so einen roten Zettel. Es ist wieder zum Speichern. Okay, dann speichern wir auch direkt. Halt. Hallo? Das, ja. Er hat jetzt einen neuen Speicherplatz gemacht. Egal. Ist nicht so wild. Echt cool hier. Kommt man hier durch? Nö. Keller? Nö. Hoch kommen wir auch nicht. Ist das das Radio, das uns den Aufenthaltsort der Gegner ein bisschen enthüllt? Ich denke ja. Oh mein Gott. Schock. Und jetzt? Nimm das Brett. Ach du Scheiße. Oh, halt! Oh, ich konnte ausweichen. Boah, es hat mich erwischt. Ja, okay, das stimmt. Das konnten sie ja früher verschießen. Gott. Hör auf zu zappeln. Ja, das hast du im Himmel gesehen. Nein. Okay. So, das waren die Silent Hill Grundlagen, nicht wahr? Die haben wir jetzt gesehen. Ich kann mich nicht erinnern, dass man damals in ein Haus gegangen ist, aber vielleicht... Haben sie es wegen der Dramatik geändert? Ich fand es jetzt gar nicht mal so schlecht. Aha, und hier haben wir ein... Aha, zum Heilen. So, so. Okay, alles klar. Ich will sie noch nicht benutzen. Kann ich hier raus? Erst kaputt schlagen, alles klar. Okay, Leute.
Aha. War das nicht dann seine Frau, hm? Was er eigentlich gar nicht sein kann? Okay, Leute, wir haben also jetzt diese kleine Ecke ausgecheckt in diesem Haus. Wir gehen jetzt wieder vor an die Hauptstraße, an die große Hauptkreuzung. Schauen mal, ob wir da irgendwas finden. Ah, die Musik ist klasse. Und jetzt werden uns auch öfter solche Viecher begegnen. Was zum Teufel? Neely-Bar, oder? So sehe ich das. Neely-Bar. Moment, haben wir das nicht gerade gesehen? Ah, da unten. Also nicht an der Kreuzung, sondern ein bisschen weiter. Gehen wir mal dahin. Ich höre was. Sie kommen. Okay, Gameplay ist ähnlich so, wie ich es von damals kenne. Moment mal. Die können wir speichern. Ja, gut. Ne, machen wir. Warum nicht? Ich glaube nicht, dass es uns zum Nachteil gereicht, wenn wir hier mal wieder speichern oder so. What? Hallo? Okay, das sind noch vereinzelt Bugs, wie man sieht. Weil dieser Typ ist ja gerade schon rausgerannt. Oh, man. Okay, wir sind an der Hauptstraße und ich höre sie schon. Sie sind überall. Oh Gott. Da sind sie. Schnell überraschen, schnell platt machen. Schnell, schnell, schnell. Schnell. Einfach reinschlagen da. Okay, passt. Das sieht aus wie eine Tür, die aufgeht. Was ist eine Tür, die aufgeht? What the shit? Oh Gott! Oh. Da ist gleich so ein Viech. Oh Gott! Oh. Ja, wir kriegen es schön ab. Schön ab. Okay, das war echt übel. Kann ich mich heilen? Das war nicht der richtige. Ich hab's noch nicht gebraucht bis jetzt. Viereck? X? Ah, Dreieck. Okay. Alles klar, hier ist aber noch was. Wir hören's ja. Der Radio schlägt aus. Shit. Hier ist irgendwas. Was steht hier? Der Mann war wieder hier. Ich habe ihn gewarnt, nicht mehr herzukommen. Er hat so getan, als wüsste er nicht, wovon ich rede. Dann ist er aufgestanden und gegangen. Er hat mir keine Probleme gemacht, aber irgendwie fand ich ihn trotzdem gruselig. Immer wenn ich ihn ansehe, habe ich das Gefühl, eine Maske anzuschauen. Und was auch immer ich darunter ist, wartet nur darauf herauszukommen. Ich will nicht dabei sein, wenn das passiert. Big J, was ist das? Gesundheitstrink. Okay, jetzt haben wir einen. Ist egal, mit drei kann man sich heilen. Entweder hat man eine Spritze oder hat man diesen Drink. Da draußen sind welche. Aber ich will noch nicht raus. Hm, shit. Kann man hier irgendwie hoch? Hier ist noch irgendwas, weil ich höre sie hier. Okay, wir sind hier reingegangen, haben einen Gesundheitsdrink geholt, haben aber einen gleich verbraucht, also hat sich eigentlich gar nichts geändert. Ach, wir sind schon jetzt an der Kreuzung, alles klar. Okay, hier ist einer, da ist einer. Shit. Kaputt machen. Kaputt machen. Ach komm. Die haben sich neu getroffen. Ach komm. Höchstens zwei Schläge offensichtlich, sonst Problem. Hallo, bleib mal stehen. Man kann Fenster einschlagen. Okay, hier vielleicht?
Das Ding war noch nicht tot. Okay, hier sind ein paar Sehenswürdigkeiten von Silent Hill. Das gab's früher nicht. Das finde ich ziemlich gut gemacht, sowas. Außerdem ist es eine neue Sache. Und das macht das Erkunden ein bisschen interessanter. Allerdings, wir sterben gleich, wenn ich nicht aufpasse. What? What? Ist es tot? Ich hoffe. Scheiße, das kam da einfach angeschossen. Gibt's nichts. Okay. Wo bin ich? Ich wollte gar nicht hier hin. Groovy Music, Big J, shit, what the shit. Wir sind richtig verletzt. Ich weiß nicht, ob ich den Trink schon nehmen soll. Was ist das für eine Gasse hier? Okay, 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 was ist das? Oh shit! Das ist ein Spinn. Aber hier habe ich was anderes gesehen. Gib mir mal das. Was höre ich denn hier? Warst du das? Oh. Okay, jetzt haben wir noch einen Gesundheitsdrink. Also trinke ich jetzt einen. Okay. Okay, hier ist Sackgasse. Theodore that wakes the dark... The door, nicht Theodore. The door that wakes in darkness, opening into nightmares. Was ist das für eine Schrift? Albträume lauern hinter der Tür, die in der Dunkelheit erwacht. Okay. Crazy. Da hinten. Hoffentlich nur ein Gegner. Oh Gott, zwei. Nein. Die schießen jetzt beide. Das ist mies. Das ist mies, ja. Das ist sehr mies. Das ist sehr, sehr mies. Also dieser Musikladen, der macht mir die Hölle heiß. Okay, wir konnten ausweichen. Die sterben halt auch nicht so leicht, ne? Das ist das Problem. Blöder Musikladen, schnell ausweichen. Ich schieß wieder. Oh, warum bin ich hier rein? Okay, jetzt aber. Ah, ein Stück Blatt. Oh, das war gut. Noch schnell erwischt, bevor irgendwas passieren konnte. Oh, ich muss trinken. Oh, das war shit. Das war shit. Und vielleicht war es aber auch wichtig. Sekundenkleber? Nee, Vinylkleber. Und noch eine Vinylscheibe. Vielleicht müssen wir irgendwas zusammenkleben. Oh mein Gott, ich habe mich geheilt, aber bin immer noch nicht geheilt. Warum waren hier zwei Gegner drin? Scheiße. Okay. Die Musik führt dich zurück zu den wunderschönen Momenten. Okay, was soll das heißen? Also das war Pain gerade. Oh mein Gott. Und hier war noch ein Zettel. Lesen wir den mal. Neulich kam der Hausmeister an, sturzbesoffen und verheult, hatte eine halbe Schallplatte dabei und schrie uns an, dass wir sie unbedingt reparieren müssen. Ich war kurz drauf und dran, ihm den Gefallen zu tun, alleine schon, damit er die Klappe hält, aber als ich den Kleber aus dem Schrank geholt habe, ist ihm plötzlich aufgefallen, dass er nur die halbe Platte dabei hatte. Dann ist er wortlos rausgerannt und hat sich hier gelassen. Aha. Mit einer halben Schallplatte kann ich nicht viel anfangen. Frag doch mal bei Nili, da wo wir eh hin wollen. Nilis nach, wenn du das nächste Mal da bist. Vielleicht gehört sie ja ihnen. Okay. Hier waren bestimmt noch ein, zwei Gegner. Hier ist ein Gegner. Können wir hier rein? Nö. Wir müssen diesen Typ hier ausschalten. Das ist alles andere ist leicht für uns. Weil wir schon so angeschlagen sind. Ausweichen! Ausweichen! Ich muss jetzt sehr vorsichtig sein. Sechs Schläge war es bis jetzt. Ja, jetzt brauchen wir acht, oder was? So, jetzt. Zehn, elf Schläge. Vorhin haben wir sechs gebraucht, um einen zu killen. Ich weiß nicht. Vielleicht wird unser
Stock auch irgendwie schwächer oder so. Ich weiß nicht, was los ist. Warum? Oh, wir brauchen irgendein Heal. Mann, was ist das hier für eine Gasse? Mal irgendwas hier drin. Oh oh, oh oh, hier sind Spinnen, die mich killen. Oh. Okay, hier ist ein Code. Nötig. Den ich nicht habe. Was ist das für ein Geschäft? Grand Market. Ja, wir haben leider noch gar keinen Hinweis dafür. Hier bräuchten wir einen vierstelligen Code, aber ich habe gar keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Probieren wir es mal mit den Freimaurern und mit den Illuminaten. Nee, war wohl nix. Schnell killen! 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 Puh, ist das übel! Oh nein. Oh nein, wisst ihr was? Wir gehen jetzt gleich hier rein, das ist mir zu verrückt. Wir müssen hier rein jetzt. Wieso sieht das hier so verrückt aus? Ich hatte das anders in Erinnerung oder was? Ach, egal. Ich weiß nicht, was in ihn gefahren ist. Er fing einfach an, auf das Ding einzuschlagen. Ich musste ihn rausschmeißen. Er ist weggerannt und heulte, er würde alles in Ordnung bringen. Was zum Teufel? Ich habe alles zusammengesucht, was ich konnte, aber einer der Knöpfe fehlt immer noch. Die Hälfte der Platte steckt immer noch drin, aber die andere Hälfte fehlt. Aha. Ah, der Hausmeister. Der ist damit gemeint. Weil wir haben ja gerade gelesen, die Hälfte der Schallplatte. Kannst du vielleicht mal nach ihm sehen? Aha. Er wohnt in der Saul Street neben der Apotheke Apartment 9. Hier war ein Loch, jetzt ist es weg. What the shit, Alter. Okay. Wir sind schwer angeschlagen, Leute. Sehr schwer angeschlagen. Ei, ei, ei. Und hier? Kaputte Schallplatte. Ja? Das heißt, wir müssen erstmal... Es ist anders, wie ich es in Erinnerung habe. Normalerweise... Also, soweit ich mich erinnere, ihr könnt mich gern korrigieren, wenn es anders war, landet man in Silent Hill und dann, ja, wird man überrascht von diesen Viechern und man wird auch überwältigt, soweit ich mich erinnern kann. Und dann wacht man in diesem Café auf und hat eine Unterredung mit dem Sheriff. Jetzt ist es alles anders. Wir müssen das hier aufmachen. Wir müssen eine Schallplatte erstmal irgendwie zusammensuchen und müssen dazu in die eine... Wo müssen wir? In Tastenfeld. Ja, das ist das Tastenfeld. Aha, Saul Street Apartments. Noch ein bisschen weiter auf der rechten Seite. Wohnung Nummer 9. Das heißt, wir müssen einen Gegner auf jeden Fall noch besiegen, falls wir das dann überhaupt schaffen. Vielleicht sterben wir jetzt auch, weil das ist schon heftig jetzt hier. Dass wir das schaffen, wird schwierig. Wo ist das denn? Da. Oh ja, wir dürfen uns auf gar keinen Fall noch ein einziges Mal treffen lassen. Das ist echt nicht easy. Okay, sehr gut, ausgewichen und jetzt Platten. Die sehen harmlos aus, aber die können dich halt erwischen und du hast nicht viel Health und das war's dann. Sind wir nicht direkt davor? Wir sind direkt davor, Moment. Oh nein! Also es ist schon wild, ne, dass du hier durch so viele Gegner durch musst, ohne eine Möglichkeit dich zu heilen. Ich kann nur hoffen, dass ich es irgendwie überlebe. Okay, sehr gut. Da liegt was am Boden, das ist vielleicht wichtig für uns. Oh Gott. Was zum Teufel ist das jetzt? Der Weg zur Nathan Avenue. Aha. Aha, ein paar Hinweise, die wir auf unsere Karte übernehmen können. Aber hier ist noch ein Gegner, Leute. Mindestens noch einer. Da hinten, wir sehen schon. Ey, es gibt's doch nicht. Ohne eine Heilung. Alter, was ist denn das? Ich bin ausgerichtet. Ja, genau. Oh Gott, wir sind fast tot. Wir sind ein Hit vom Tod entfernt. Selbst wenn wir jetzt Heilung finden, was wir jetzt tun, bringt das uns nicht viel.
Oh Mann, ist das gemein, Alter. Wir sind eigentlich genau wieder da, wo wir vorher waren. Ah, nee, ist das übel. Alles, was mir diese Stadt hier gebracht hat, ist Schmerz und Leid. Ja, ich weiß, wie du dich fühlst. Oh, scheiße. Wozu habe ich die überhaupt gekillt? Oh, wäre tausendmal besser gewesen, einfach hier sich das Heilung zu holen und wieder weiterzugehen. They can be killed, just make sure they stay down. Okay, so muss, dass sie unten bleiben. Ja, ja. Und, ja, was soll ich damit sagen? Tun sie doch, oder? Ich hoffe schon. Wo ist der Sheriff, mit dem man reden konnte? Das ist voll eigenartig. Oder habe ich da was mit dem Film durcheinander gebracht? Im Film war es ja ähnlich. Aha, hier müssen wir hin. Wohnung Nummer 9. Ja, hier ist auch Gegner. Man hört sie schon. Da komme ich nicht hin. Wie komme ich da hin? Durch diese Tür. Mhm. Oh, shit. Da sind Gegner. Sind hier. Komische Spinnen oder was ist das Ding? Ich höre sie krabbeln. Ja, da hinten. Das ist eine Riesenkakerlake. Das ist Wohnung Nummer 2. Kann ich nicht öffnen. Okay, wir können da hin. Zettel. Was? Was? Der Gast aus Apartment 5 hat seinen Schlüssel dagelassen. Er sagt, es tropft durch die Decke. Ist das für uns wichtig? Vielleicht schon. Vielleicht sollten wir mal gucken. Also wir müssen 9. Was ist das für uns? Und 5. 9 ist das, wo wir eigentlich hin müssen. 5 haben wir gerade gelesen. Ja, ja. Wir sind schon am Sterben hier. Hier sehen wir nochmal... Aha, 2 ist da hinten, wir müssen also, aha, ich sehe schon, 5 ist unter 9, vielleicht kommen wir durch 5 hoch zu 9. Aber irgendeine Heilung wäre schon geil. Okay, was ist das? Aha, sehr viel Geld ausgegeben für irgendwelche, ja, das sind ja alles... Weiß ich nicht, irgendwelche chemischen Stoffe, für was denn? Oh yeah. Oh ja, gib mir mal den Shit jetzt. Ich muss leben. Oh, endlich. Oh mein Gott. Natürlich haben wir jetzt nichts mehr, aber wenigstens geht's wieder. Oh. Also, lecko mio. Oh oh. Spinne? Oder ein großer? Spinne oder was ist das überhaupt? Ja, okay, da ist die 5. Das ist da, wo wir hin müssen. Ja, los, mach mal auf. Okay. Tropft durch die Decke, hat er gemeint. Was haben wir denn hier? Gar nichts. Na, hier ist eigentlich nichts, wir können nur hier durch. Hat sie? Wir können über die Feuerleiter hoch, sehe ich gerade. Was passiert? Okay, hier können wir drüber. Gegner hier? What the shit? Und dann kam sie und wusch alle meine Ängste weg. Alles machte plötzlich wieder Sinn. Es ist dieser Ort. Ich kann nicht dagegen ankämpfen. Ich muss den Kopf frei bekommen. Es wird immer unheimlicher. Du willst da reingreifen? Ich hätte das niemals gemacht. Gut, dass unser Charakter das macht. Jukebox-Knopf Nummer 2. Ja, dann her damit. Brauchen wir wohl noch irgendwann. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, diese Tür zu öffnen.
nichts. Hier? 10. Okay, wir suchen doch eigentlich die Schallplatte. Oh mein Gott. Soll ich mich überhaupt wegdrücken? Der Gestank. Wir kommen gar nicht rein. Also gut, und nun? Schauen wir weiter, wir kommen hier nicht rein. Noch nicht. Also irgendwie ist das Böse hier drin, oder? Wir kommen nicht hin. Wir konnten aber hier reingreifen. Halleluja. Verrückt. Ja, dann gehen wir. Also ich finde es zwar ein bisschen eigenartig. Wir sind wegen was anderem hergekommen. Es läuft anders wie gedacht, aber das Spiel ist klasse. Also es ist wirklich eine super Horror-Atmosphäre. Oh, es ist wirklich krass. Es ist richtig gut. Ah, Moment. Hier durch. Nicht jeder Hinweis ist wichtig. What? What? No way! No way! No way! No way! Nicht! Nicht abschießen! Alter, was geht denn? Er steht genau an der Tür. Ausweichen. Sehr gut. Zack. Da ist noch einer, da hinten. Das gibt's nicht. Also, gibt's nicht. Boah, das ist schon wieder so mies, dass da aus dem Nichts zwei kommen. Das gibt's nicht, dass der mich noch erwischt. Wieso läuft der in den Strahl rein, du Spack? Ist er dumm oder was? Jetzt hat er wieder so viel Schaden genommen. Also okay, wenn es so dunkel wird, wird es sehr unübersichtlich. Ja, unser Heal ist schon wieder im Eimer. Das ist gemein, ey. Oh, Erkundung wird hier bestraft, ne, in dem Spiel. Das ist halt fies, finde ich. Wenn du dich erkundest, passiert dir halt so eine Scheiße. Und dann, oh Mann. Oh, was hast du dann gewonnen eigentlich? Das hast du eigentlich gewonnen. Gar nichts. Das, was du gewonnen hast, kannst du gleich wieder verbrauchen. Du hast gar nichts gewonnen. Es ist sinnlos. Ja, es ist sinnlos. Ja, ich drück 3, damit du heilst. Jetzt hat er es gecheckt. Im Endeffekt hätten wir uns das auch sparen können. Ich war bei guter Gesundheit, als wir reinkommen sind. Und ich bin jetzt auch wieder bei guter Gesundheit. Der einzige Unterschied ist, wir haben 2 Monster platt gemacht, die uns eh nicht gestört hätten, wenn wir gar nicht erst reingekommen wären. Also das ist das Problem für mich bei dieser Sache. Okay, der fliegt um, sehr schön. Und jetzt bleibst du liegen, gefälligst. Ist das Ding auch wirklich tot? Ich bin nicht ganz sicher. Ich hoffe schon. Wir probieren mal aufzuhören. Okay. Das Spiel, mein erster Eindruck, ist krass gut. Krass gut. Also es ist sehr spannend und gleich mal horrormäßig. Klar, es passiert auch Action, aber es war ja auch so damals im Original. Es ist bis jetzt sehr ähnlich. Also das Einzige, was halt der einzig große Unterschied ist, oftmals waren die Kameras nicht immer Ego-Perspektive, nicht Ego, sondern Third Person, sondern auch manchmal so Standkameras, die dich dann so verfolgt haben, was natürlich atmosphärisch voll gut war. Ich hoffe, dass sie das auch im Remake drin haben, weil im Remake sollte das ja eigentlich noch besser sein. Moment, hier, Jukebox, Leute. Hey, wir erleben ja doch noch was. Wartet mal, jetzt gucken wir uns noch schnell an. Wir haben ja den Knopf gefunden. Ja, also, hallo? Hey, hey. Auswählen. Jetzt haben wir es. Dann her damit. Okay. Kombinieren wir das mit dem und dem. Und jetzt haben wir die Musikbox. Was steht da drauf? Der lange Heimweg. Können wir das spielen? Außerdem haben wir noch einen Knopf. Und jetzt das hier? Ne. Aha. Jetzt aus dem Inventar, die geklebte Schallplatte. War komplizierter wie gedacht, oder? Jetzt sind wir schon einen Schritt weiter. Huh? Okay, dann können wir hier den Knopf reintun. Dann die 2 drücken. Wir haben keine Coins, nicht wahr? Ich habe keine Coins. Okay, wir können es nicht machen, weil wir keine Coins haben. Aber im Endeffekt haben wir die Jukebox soweit vorbereitet. Okay, ich speichere das jetzt nochmal natürlich ab. Okay, also wirklich, ich hatte ja gerade schon ein kleines Erstresümee gemacht halt, ne?
ziemlich krass, ziemlich gut. Und ich habe mich auch schon entschieden, ich werde das hier ein bisschen zusammencutten, weil ich habe schon ein paar Hänger auch drin gehabt, natürlich, als ich halt so rumgeguckt habe. Aber das Spiel hat trotzdem eine echt gute Atmosphäre, super dicht und echt spannend. Das ist guter Horror, Leute. Also, vielen Dank fürs Einschalten in der ersten Folge. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, jetzt geht's los mit diesem Playthrough. Wir machen hier wieder das komplette Game, Leute. Ich freue mich auf die nächste Folge. Peace out. We'll be right back.